Hallo, in diesem Kapitel geht es um die deutsche Aussprache. Umso früher wir die Aussprache richtig lernen, desto besser wird unser Deutsch und später müssen wir das nicht wieder gut machen, was wir falsch gelernt haben. Okay, also deswegen haben wir hier das Kapitel über die Aussprache direkt am Anfang des Kurses. Und hier haben wir den ersten Buchstabe und das ist R. Damit haben viele Schüler Schwierigkeiten. Deswegen üben wir das jetzt mal. Also immer wenn wir ein R am Anfang des Wortes haben oder wenn wir ein R haben, also hier und danach ein Vokal kommt, dann sprechen wir das R aus dem Hals aus. Okay, also es ist R, das muss aus dem Hals kommen, als würdest du gurgeln. Okay, das muss man ein bisschen üben. Also es ist nicht von hier vorne, dieses R, das rollende R haben wir nicht. Im Hochdeutsch, okay, also das R kommt hier aus dem Hals. Der Rand. Vielleicht kannst du das wiederholen, um das ein bisschen zu üben. Rand, dann regnen, regnen, das Rätsel, Rätsel, okay, der Gruß, okay, hier auch wieder ein R und danach kommt ein Vokal. Der Gruß. Die Frage, okay, also das muss nicht so extrem stark ausgesprochen werden, wie man das oft im Schweizerdeutsch hört. Okay, also das kann auch ganz leicht sein, also die Frage, der Gruß, das Rätsel, aber es muss aus dem Hals kommen. Okay, also die Frage, das Praktikum. Und hier haben wir der Arbeiter. Hier spricht man das R wie ein A aus, weil hier haben wir zuerst ein Vokal und dann das R, dann wird das anders ausgesprochen. Okay? Hier bei diesen Beispielen haben wir zuerst das R und dann ein Vokal, dann kommt es aus dem Hals. Wenn wir zuerst ein Vokal und dann das R haben, dann wird das R wie ein A ausgesprochen. Also der Arbeiter. Okay? Also Arbeiter, wie du siehst, das R wird einfach wie ein A ausgesprochen. Hier haben wir auch den männlichen Artikel der. Ja, in der deutschen Sprache haben wir drei Artikel, also maskulin, feminin und neutral. Das wirst du später in diesem Kurs auch noch lernen. Hier haben wir der und hier hast du auch ein Vokal und dann das R und deswegen wird das R wie ein A ausgesprochen. Der Arbeiter. Das Zimmer. Okay, Zimmer. Es hört sich eigentlich komplett an, nur wie ein A am Ende. Das Zimmer. Der Fehler. Okay? Der Fehler. Gut, bitte merkt ihr diese Regel, die ist sehr wichtig. Also entweder wird das R wie aus dem Hals ausgesprochen, also R, oder einfach wie ein A. Okay? Dann das nächste hier, die deutschen Vokale. A-Umlaut, O-Umlaut und U-Umlaut oder Ä, Ö und Ü. Okay, das müssen wir üben, das ist wichtig, denn wir haben viele Wörter mit diesen Ä, Ö und Ü. Also schauen wir uns mal hier die Wörter an. Vielleicht kannst du mir auch direkt nachsprechen. Also die Städte, okay? Also das ist wie eine Mischung zwischen A und E, das ist ein Ä, okay? Die Städte, die Wärme, die Äpfel, das Öl, okay? Öl, ganz wichtig, das Öl, die Lösung, böse, und hier das Ü, die Lüge. Okay, also das Ö geht nach oben, Ö, und das Ü geht eher runter, Ü. Okay, die Lüge, die Füllung und über. Okay, bitte übe das, das ist ganz wichtig. Dann auf der nächsten Seite haben wir hier EU, Oi, dann haben wir das J und QU.
Das hatte ich schon erwähnt im letzten Kapitel, wie wir das aussprechen, aber wir üben das jetzt nochmal richtig. Also EU wie hier Deutsch, okay, also wir sprechen das nicht aus wie Deutsch oder so, sondern Deutsch, das gehört zusammen, okay, Deutsch. Die Freude, okay, hier haben wir ein R und danach ein Vokal, deswegen wird das R aus dem Hals ausgesprochen, die Freude. Die Leute, heute, okay, das J wird wie ein I ausgesprochen, okay, also Julia, also nicht wie im Englischen oder in anderen Sprachen wie Julia, das haben wir nicht, das ist einfach Julia, der Januar, jung. Dann haben wir QU und das wird zusammen wie KW ausgesprochen. Also die Quelle, die Qualität und die Quantität. Okay, wir haben mehrere Wörter, die mit QU beginnen. Die müssen dann als QW ausgesprochen werden. Okay, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen. Quelle, Qualität und Quantität. Okay, also nicht Quelle und nicht Qualität. Okay, das ist nicht richtig. Quelle und Qualität. Dann auf der nächsten Seite haben wir das SZ. Also das SZ, das wird wie ein S ausgesprochen. Die Funktion, die das SZ hat, ist den Vokal, der davor steht, zu verlängern. Also da wird länger ausgesprochen. Der Fuß. Okay, also man sagt nicht Fuß zum Beispiel, sondern Fuß, das wird länger ausgesprochen, der Vokal. Draußen, grüßen, okay? Das ist die einzige Funktion, die das SZ hat. Okay, den Vokal davor zu verlängern und es wird wie ein S ausgesprochen. Dann auf der nächsten Seite haben wir S und Z. Also das deutsche Z wird sehr stark ausgesprochen. Also hier der Zahn, okay, sehr wichtig, es muss stark ausgesprochen werden, der Zahn, also nicht Zahn oder so, sondern Zahn, okay, richtig stark Zahn, der Arzt, der Tanz, okay, Zahn, Arzt, Tanz, vielleicht kannst du das auch nochmal üben. Und bitte immer, wenn du die Wörter lernst, lerne bitte auch immer den passenden Artikel dazu, okay? Das ist ganz wichtig, besonders später in der Grammatik wirst du das sehen, wie wichtig diese Artikel sind und der Genus jedes Wortes, okay? Dann haben wir hier das S. Wenn da ein S hier steht und danach ein Vokal kommt, wird das als Sand ausgesprochen, okay? Sand. Süß und Sache. Also nicht wie Sand oder süß, sondern Sand und süß Sache. Okay, ein starkes S, ein stimmhaftes S, sagen wir auf Deutsch. Oder ein summendes S, wie die Biene summt. So wird auch das S hier ausgesprochen. Okay. Dann war es das auch schon mit dem ersten Video zur Aussprache. Im nächsten Video wirst du noch mehr Ausspracheregeln lernen. Also dann bis zum nächsten Video. Tschüss!